Okay. So, wir überlegen uns jetzt, warum die Pfadregeln gelten. Das heißt, die Summen- und die Produktregel. Und ich möchte das mit euch gemeinsam an einem Beispiel überlegen. Dann könnt ihr eure Überlegungen einbringen, was ihr euch gerade überlegt habt. Okay? Und zwar, wir haben eine Urne mit drei roten und zwei weißen Kugeln drin. So. Ich ziehe zweimal ohne zurücklegen. Ich ziehe zweimal ohne zurücklegen, okay? Also hier eine Kugel und noch eine Kugel. Und ich möchte haben eine rote und eine weiße. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich zweimal aus dieser Urne ziehe, anschließend vor mir eine rote und eine weiße Kugel liegen? So, was muss ich da machen? Wie gehe ich an die Aufgabe ran? Ja? Wir zeichnen einen Baum. Okay. Also, was ist sozusagen? Warte mal kurz einen Moment. Hört mal bitte auf mit den Nebengesprächen. Okay. Hm? Also es gibt zwei große Stränge, einmal weiß und einmal grün. Und von beiden gehen nochmal zwei weg und dann jeweils die anderen. Ja. Also du würdest jetzt weiß hier links hin machen. Okay. Einmal weiß und einmal rot. Und dann gehen nochmal jeweils zwei Stränge davon weg. Ne? Ja, ja, genau. Aber das ist jetzt erstmal egal. Wir machen den kompletten Baum. So, mal jemand anders. Was müssen wir an den Baum ranschreiben? Zweimal ziehen wir ohne zurücklegen. Drei rote, zwei weiße Kugeln in der Urne. Was steht an den Pfaden oder an den Kanten des Baums? Mhm. Die Wahrscheinlichkeiten, genau. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, beim ersten Ziehen eine weiße Kugel zu ziehen? 2/5, genau. Und demnach für eine rote 3/5. Okay. Drei Fünftel. Okay. Willst du gerade weitermachen? Wie groß die Wahrscheinlichkeit, wenn ich eine weiße gezogen habe und nicht zurückgelegt habe, wie groß die Wahrscheinlichkeit, dann eine weiße zu ziehen? 1/4. Eine weiße schon weg. Also sind es gerade noch 4 Kugeln in der Urne und nur eine weiße. Und rot? 3/4. Und hier drüben, wie groß die Wahrscheinlichkeit, eine weiße zu ziehen? Mehr jemand anders? Ich habe schon eine rote Kugel gezogen. Ja? Genau, zwei weiße sind ja noch da. Wir haben aber nur noch 4 Kugeln in der Urne. Und die rote? Auch 2/4, weil eine rote schon draußen ist. Okay. So, wie groß ist denn jetzt die Wahrscheinlichkeit, eine rote und eine gelbe Kugel zu ziehen? Was muss ich denn jetzt rechnen? Welche dieser Pfade muss ich betrachten? Ja? Ich muss mir einmal bei weiß schauen, wo weiß und rot rauskommt. Mhm. Ja, also einmal dieser Pfad hier, weiß und rot, so, und hier dieser Pfad. Diese beiden Pfade muss ich betrachten. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für diesen Pfad? 2/5 mal 3/4. Okay. Plus 3/5 mal 2/4. So, und du hast jetzt beide Pfadregeln angewendet. Ne? Du hast entlang des Pfades multipliziert, 2/5 mal 3/4. Und unsere Frage ist jetzt, wieso darf man das? Wieso macht man das? Wieso multipliziert man hier entlang? Und dann hast du auch noch die beiden Teilpfade, die Ergebnisse addiert. Ja, okay. Willst du Wörter rechnen, oder? Hm? Wir rechnen es erstmal aus, oder?
6 Zwanzigstel plus 6 Zwanzigstel sind 12 Zwanzigstel. Okay, kann man noch kürzen? Zwölf Zwanzigstel sind? 6 Zehntel, genau, und die kann man noch weiter kürzen. 3 Fünftel, genau. Wir kürzen immer mit dem größten gemeinsamen Teiler der beiden Zahlen und das ist in dem Fall die 4. Okay. Warum gelten die Pfadregeln? Warum muss ich multiplizieren und addieren? Versucht mal zu formulieren. Ja. Aber meine Herleitung war, also für die Summenregel, das mit Addieren ist halt ja egal, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Und die sind aber nur einzeln relevant. Also es ist jetzt egal, ob wir weiß dann rot haben oder ob wir rot dann weiß haben. Es sind einfach verschiedene Möglichkeiten. Es sind verschiedene Möglichkeiten, deshalb wird es addiert. Warum wird es addiert und nicht multipliziert bei verschiedenen Möglichkeiten? Sie sind unabhängig voneinander. Okay, warum muss man unabhängige addieren und nicht multiplizieren? Ja? Nacheinander können sie stattfinden? Ja, also ich ziehe ja nur einmal. Ich mache das Ganze. Sie müssen nicht im selben Versuch stattfinden, okay. So ganz bin ich ja nicht überzeugt, dass man dann addiert, weil warum addiert man nicht und teilt es nochmal durch 2? Oder warum, keine Ahnung, gibt ja alle Möglichkeiten. Warum, ja. Ja, genau, wenn man teilen würde. Ja, genau. Ich meine, du hast die richtige Vorstellung. Ne? Du weißt, es sind unterschiedliche Möglichkeiten, die sich aufaddieren. Ich frage mich nur, ich würde gerne noch klarer sehen, warum da eine Addition hinkommt. Und warum muss man multiplizieren? Hat jemand ein Argument? Weil die voneinander abhängig sind. Genau, die sind voneinander abhängig. Warum muss man dann multiplizieren, wenn zwei voneinander abhängig sind? Und nicht, keine Ahnung, das eine hoch das andere? Oder irgendein anderes Rechenzeichen dazwischen? Ich verrate euch was, man kann es da nicht so richtig sehen. Also man kann es an diesem Baum hier nicht so richtig begründen. Man kann es viel leichter begründen bei einem Laplace-Experiment. Was ist nochmal ein Laplace-Experiment? Die Wahrscheinlichkeit für jedes Ergebnis ist gleich groß. Ist das ein Laplace-Experiment? Du schüttelst den Kopf. Warum? Du weißt hier 2 Fünftel, da 3 Fünftel und unten ist sowieso ganz anders und so, ne? Genau, kein Laplace-Experiment. Können wir exakt diese Aufgabe hier, exakt diese, ich verändere nichts an der Aufgabenstellung, zu einem Laplace-Experiment machen? Nein, ne? Sagen alle. Sind doch unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten. Ich kann dennoch diese Situation hier so umformen, dass ich einen Baum habe, bei dem alle Wahrscheinlichkeiten gleich groß sind. Wir legen eine weiße dazu. Dann würde ich aber die Aufgabe verändern. Die bleibt so. Ich habe 2 weiße, 3 rote. Da dürft ihr nichts dran ändern. Trotzdem möchte ich einen Baum haben, an dem alle Wahrscheinlichkeiten gleich groß sind. Indem man jede Kugel einzeln betrachtet, also die Wahrscheinlichkeit, die erste Kugel zu ziehen, ist ja gleich wie die Wahrscheinlichkeit, eine andere Kugel zu ziehen. Genau, sehr gut. Indem man jede Kugel
Da hat jemand geschrieben, bin ich die Einzige, die am Anfang Bartregeln statt Pfadregeln verstanden hat? Ja, die Bartregeln. Die Bartregeln klären wir gleich. Genau. Jede Kugel betrachte ich einzeln, hast du gesagt. Ne? Jede Kugel betrachte ich einzeln. Das heißt, wie groß die Wahrscheinlichkeit, die erste rote Kugel zu ziehen? Wie groß die Wahrscheinlichkeit, genau diese rote Kugel zu ziehen? Wie groß ist die? Ein Fünftel. Wie groß die Wahrscheinlichkeit, exakt diese Kugel zu ziehen? Ein Fünftel. Auch diese Kugel zu ziehen ist exakt ein Fünftel. So, und diesen Baum zeichnen wir jetzt mal auf. Und ihr verzeiht mir hoffentlich, dass wir ihn komplett zeichnen. Wir brauchen ihn komplett. Okay? Also, begebt euch mit mir auf eine lange Reise, diesen Baum zu zeichnen. Und ich versuche es tatsächlich auch so zu machen, dass ich genug Platz habe, die ersten gehen schon. Genau. Ich versuche es tatsächlich so zu machen, dass es auch insgesamt passt. Ich habe insgesamt 5 Möglichkeiten. Also wäre es günstig, wenn ein Pfad hier direkt runtergeht, ne? Weil ich eine ungerade Anzahl habe. Dann gucke ich mal, wie weit kann ich hier rübergehen. Und ich muss bedenken, dass ich hier noch 4 unten drunter packen muss. Naja, das wird funktionieren. So. So, schön auf eine Ebene. Okay. Also, schauen wir mal. Wir haben hier die beiden weißen Kugeln und die 3 roten Kugeln. Wie groß? Na, lassen wir das mal. Oder ist klar, die Wahrscheinlichkeit, ich schreibe ja hier einfach dran, die Wahrscheinlichkeit für jede Kugel hier ist ein Fünftel. Okay? Aber das brauchen wir im Moment gar nicht. Das brauchen wir nur als Hintergrundüberlegung, dass das hier gleich große Wahrscheinlichkeiten sind. So, wenn ich jetzt hier eine Kugel gezogen habe, diese weiße, was muss ich hier drunter zeichnen? Eine weiße. Und 3 rote, genau. So, und vermutlich darf ich das auch unter diese hier machen. Eine weiße und 3 rote. So, okay. Wie sieht es bei der roten aus? Wenn ich eine rote gezogen habe, wie sieht der Teilbaum unten drunter aus? Weiß, weiß, rot, rot. Okay. Und das Ganze hier mal. So, was sind die Pfade, die uns interessieren? Alle die mit einer weißen und einer roten Kugel. Ne? Die mache ich mal farbig, damit wir im Blick haben, was sind die Pfade, die uns interessieren. Wir wollten noch mal eine Achtsamkeitsübung machen. Das ist sie. Und dann merkt man auch, wie wichtig es ist, Farben zu haben. Weil mit Farben kann man wirklich die Visualisierung nochmal echt pimpen. Ne? Da versteht man genau, was gemeint ist. So, das sind die uns interessierenden Pfade. Jetzt haben wir ein Laplace-Experiment. Was bedeutet Laplace-Experiment? Was können wir machen, um Wahrscheinlichkeiten auszurechnen? Das haben wir bei dem Geburtstagsaufgabe gerade auch gemacht. Wie rechnet man Wahrscheinlichkeiten aus bei einem Laplace-Experiment?
Ja? Die Anzahl der günstigen durch die Anzahl der möglichen. Ne? Genau. So, was ist denn die Anzahl der möglichen Ergebnisse? Wie viel gibt es denn insgesamt? Wie viele gibt es denn insgesamt? Ja? Günstige, wolltest du wissen? Okay, es gibt 12. 12? Nee, ich wollte die möglichen wissen. Nee, es gibt nicht 12 mögliche Ergebnisse. Die möglichen sind alle. Die günstigen sind die, die ich haben will. Mhm. 20 mögliche. Wie kommst du auf 20? Alle Punkte zählen, ne? Wie viele Pfade gibt es insgesamt? Da muss ich doch einfach nur die Endpunkte der Pfade zählen. Ich könnte die Pfade zählen. Ein Pfad, zwei Pfade, drei Pfade, vier Pfade und so weiter. Naja, ich zähle einfach nur die Endpunkte der Pfade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und so weiter. 20 Stück habe ich durchgezählt, ne? Wie viele günstige gibt es? Was muss ich jetzt zählen? Die orangenen Pfade muss ich zählen. Also die Endpunkte der orangenen Pfade, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter, sind 12. Okay. Ah, guckt mal hier, selbes Ergebnis, ne? Zufall. 12 Zwanzigstel. Natürlich kein Zufall. Doch, ist natürlich Zufall. Das ist eine Zufallsaufgabe, aber das Ergebnis ist kein Zufall, dass es gleich ist. Okay, gut. Also, sind wir schon mal sicher, dass wenn wir das so aufmalen, dass das gleiche Ergebnis rauskommt. Jetzt wollen wir uns aber mal bezüglich Pfad- und Produktregel nähern. Wir haben jetzt weder die Pfad- noch die Produktregel angewendet. Wir haben nur die Anzahl der günstigen durch die Anzahl der möglichen Ergebnisse geteilt. Jetzt schauen wir mal. Gucken wir erstmal nur die Produktregel an. Und zwar nur dieses Produkt. 2 Fünftel mal 3 Viertel. Wie kommt denn das zustande? 2 Fünftel mal 3 Viertel. Das heißt, wir müssen uns nur den linken Teilbaum erstmal anschauen. Okay? Wir bleiben in dem Bereich hier. Auch hier haben wir die Laplace-Situation. Wir können günstige durch mögliche Ergebnisse teilen. Wenn wir nur den linken Teilbaum sehen, was ist die Anzahl der möglichen Ergebnisse? Ja, Moment, wir müssen einen Schritt, na, das war nicht ganz korrekt. Wir müssen Folgendes machen. Wir wollen an allen Möglichkeiten nur diese günstigen hier haben. Ja, also an allen Möglichkeiten diese günstigen. Wie viele günstige gibt es hier denn? Machen wir es mal so. Wie viele günstige gibt es hier in dem linken Bereich? Mhm. 6 günstige, genau. Wie kommst du drauf? Die gelben Pfade gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hätte man die auch einfacher zählen können? Auf eine strukturierte, systematische Weise, ohne unten stupide abzuzählen. Ich habe hier 2 Pfade. Und für jeden von den beiden kommen 3 Unterpfade dazu. Das heißt 2 mal 3. Ja? 2 mal 3. 2 mal 3 ist gleich 6. Wie viele mögliche Pfade gibt es?
insgesamt 20, haben wir gezählt, ne? Wenn wir die günstigen von allen diesen möglichen zählen wollen. Das heißt, hier links haben wir die Wahrscheinlichkeit von 6 Zwanzigstel. Wie kann ich denn die 20 noch einfacher zählen? Ja, 5 mal 4. Ne? Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5. Und für jedes von den 5 Knubbeln hier oben kommen nochmal 4 unten drunter dazu. Also habe ich insgesamt 5 mal 4. Und 2 mal 3 durch 5 mal 4 ist 6 Zwanzigstel. Ne? Ich habe 6 günstige, 2 mal 3 günstige und 20 mögliche, also 5 mal 4 mögliche. Das hier ist doch 2 Fünftel mal 3 Viertel, ne? Zwei Fünftel mal 3 Viertel. Aha. Das hier ist die gleiche Rechnung, 2 Fünftel mal 3 Viertel, wie diese hier, 2 Fünftel mal 3 Viertel. Warum ist das die gleiche Rechnung? Weil ich nichts anderes mache, als sowohl im Zähler als auch im Nenner auf systematische Art und Weise die Möglichkeiten zu zählen. Im Nenner sind es 2 mal 3. Entschuldigung, im Zähler sind es 2 mal 3 Möglichkeiten. 2 mal 3. Im Nenner sind es 5 mal 4 Möglichkeiten. 5 mal 4. Und so komme ich drauf, dass am Ende tatsächlich die Multiplikation dieser beiden Wahrscheinlichkeiten nichts anderes ist, als im großen Baum die Anzahl der Möglichkeiten auf systematische Art und Weise zu zählen. Das ist der Hintergrund von der Pfadregel. Und da das hier natürlich sehr umständlich ist, kann man das hier machen. Aber das sollte man sich vielleicht erstmal überlegen, dass das so ist. Ja gut, schauen wir mal, ob das im zweiten Teilbaum auch der Fall ist. Ne? Wie viele mögliche Ergebnisse habe ich, das haben wir sowieso, das sind immer 20. Wie viele günstige habe ich im rechten Teilbaum? Wenn man die einfach zählen würde, so ganz stupide zählen, wie viele Möglichkeiten gibt es im rechten Teilbaum? Wie viele Orangenpfade? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Und wenn ich das Ganze jetzt systematisch mache, wenn ich die günstigen hier zählen will, also die 6, wie kann ich die systematisch zählen? 3 hier oben, jeweils mal 2, 3 mal 2 und die möglichen Fälle? 5 mal 4, 5 hier und jeweils 4 an dem Ast hier unten drunter, also 5 mal 4. Und das ist das gleiche wie 3 Fünftel mal 2 Viertel. Okay, das heißt, sowohl im linken Teilbaum als auch im rechten Teilbaum können wir die Teilwahrscheinlichkeit ermitteln, indem wir auf geschickte Art und Weise die günstigen und möglichen Fälle zählen, weil das ein Laplace-Experiment ist. Alle Wahrscheinlichkeiten sind gleich groß, deswegen darf ich das so machen. Und da kommt man automatisch sozusagen drauf, dass das entspricht der Multiplikation der Teilwahrscheinlichkeiten am Pfad. Okay. Jetzt haben wir nur die Produktregel. Jetzt haben wir noch nicht die Summenregel. Warum muss ich jetzt hier diese 6 Zwanzigstel und diese 6 Zwanzigstel addieren? Kann das jemand an dem Baum erklären? Ja. Ja, wir haben gerade eben eine Tabelle, zwei Päckchen sich eingeteilt, mit dem weißen zuerst und mit dem roten Buren zuerst. Und weil wir ja die einzelnen berechnet haben, müssen wir die jetzt addieren, damit alle fünf zusammengeschaltet werden. Genau. Also ich wiederhole es nochmal laut. Wir haben jetzt ja hier verschiedene Päckchen berechnet. Ne? Wir wissen, es gibt insgesamt, vielleicht mache ich das nochmal weg, es gibt insgesamt 20 Möglichkeiten. Es gibt insgesamt 20 Möglichkeiten und insgesamt sind 12 davon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
günstig. Wenn ich jetzt aber die beiden Teilbäume vorher ausgerechnet habe, im linken Teilbaum, wie viele sind günstig? Wie viele Pfade insgesamt im linken Teilbaum? Ja, 6, genau. Und im rechten Teilbaum, wie viele sind da günstig? Auch 6. Ich brauche aber die Gesamtsumme aller. Also was muss ich rechnen bei den günstigen? Plus. Ne? Da muss ich plus rechnen, weil ich muss ja letzten Endes, ich kann, entweder zähle ich alle einzeln durch, dann komme ich auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oder ich zähle erstmal die, das sind 6, dann zähle ich die, das sind 6 und dann brauche ich dann nur zu addieren. Es sind also 6 plus 6 günstige und 20 mögliche. Also muss ich jetzt hier zwischen den, also die einzelnen Teilergebnisse addieren, damit ich ebenfalls auf meine 12 Zwanzigstel komme. Okay. Also das ist der Hintergrund von der Summen- und der Produktregel. Habt ihr dazu noch Fragen? Ja. Ich wusste, dass die Frage kommt. Sollten wir in der Lage sein, das in der Klausur herzuleiten? Hm? Ja, nein. Warum machen wir das dann überhaupt? Ne? Genau. Nein, also das verlange ich jetzt nicht in der Klausur von euch. Das ist wirklich too big. Ja? Mir ist es wichtig, dass ihr den Hintergrund kennt, damit ihr nicht einfach, und das ist sozusagen die Message. Passt auf, das ist die Message für heute. Es geht im Mathematikunterricht nicht um das stupide Anwenden von Regeln. Ihr solltet euch überlegen, wenn ihr in so eine Situation reinkommt wie, oh, hier muss ich die Produktregel anwenden, dann solltet ihr euch immer hinterfragen, weiß ich warum die gilt. Und wenn ihr denkt, ich weiß nicht, warum die gilt, dann solltet ihr danach, ihr müsst einfach eine Begründung rausfinden. Ihr dürft nicht einfach stupide Regeln anwenden. Ihr müsst immer wissen, warum muss ich das machen? Was ist der Hintergrund dafür? Und wenn ich die Bemerkung nochmal machen darf, aus dem Grund ist Mathematik auch demokratierelevant. Weil wir unsere Kinder in der Mathematik dazu bringen können, immer zu hinterfragen, warum muss ich diese Regel anwenden? Was wir nicht wollen, sind Menschen in unserer Gesellschaft, die stupide Regeln anwenden, die ihnen irgendjemand vorgibt, ohne dass sie hinterfragen, warum ist das so und ist das gut, dass ich das mache und so weiter. Ja? Deswegen ist es total wichtig, dass ihr immer hinterher seid im Unterricht, dass die Kinder auch verstehen, warum sie etwas tun sollen. Ihr dürft in eurem Mathematikunterricht die Kinder nicht dazu bringen, einfach euch eure Regeln zu befolgen, weil ihr sie ihnen vorgebt. Ja? Okay, das war mein Beitrag zur aktuellen Debatte. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir sehen uns am Montag online.